Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 16. Juli 2019. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet. Auch die kosmischen Einflüsse und wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Sie hatten ein ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Bei diesen Aufnahmen möchte ich diese Kalender näher bringen. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Die Wellen bedeuten Töne, Frequenzen oder Schwingungen. Wir befinden uns gerade im 17. Welle und es dauert von 7. Juli bis 19. Juli 2019. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. Diese 17. Welle wird von Muluk beherrscht. Das ist die Welle, die Ausgeglichenheit. Das Geben und Nehmen im Gleichgewicht halten. Diese Welle belehrt uns auf die Gesetze wie Ursache und Wirkung achten. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben, weil die Karma muss es ausgleichen. Also wir lernen etwas in diesem Welle, in diesem Zeitqualität, Ursache und Wirkung, außerdem, dass wir geben und nehmen im Gleichgewicht halten sollen. In diesen Wellen geht es um Leben, geht es um unserem Herz. Wir sollen auf unserem Herz hören, was ist unserem Herzensangelegenheit. Und wir sollen lernen, Dankbarkeit aussprechen. Das ist auch die Welle der Hingabe. Aber nicht nur das wichtig auf unserem Herz hören, sondern wir schauen auch unserem Schattenseite an. Oft ist das die Angst. Also wir lernen auch uns befreien von Ängsten. In dieser Zeit sollen wir auch Gedanken machen über Wachstum, auch über Gewinn und Besitz und lernen zum Geben. Mit Hingabe, wenn wir geben, dann wird uns auch gegeben werden. Muluk bedeutet übersetzt Wasser und Wasser steht zu unseren Gefühlen. Belehrt uns auch das Fluss des Lebens Vertrauen. Das ist auch die Welle der Schicksal, auch die Erinnerungen, auch unserem Karma. Der heutige Tag ist der 10. Tag dieser Welle. Die Zahl 10 wurde so dargestellt bei den Mayas und das bedeutet, wir gründen etwas oder ein Neuanfang, öffnet sich eine neue Tür. Wir haben gerade Chancen und Möglichkeiten, etwas Neues starten oder etwas gründen und das, was uns auch motiviert. Im heutigen Tag herrscht Esnab. Esnab bedeutet übersetzt Spiegel. Das Leben spiegelt uns etwas heute und wir sollen in diesen Spiegel schauen, weil wir bekommen neue Erkenntnisse. Wenn etwas undurchschaubar ist, heute können wir durchtrennen diese Schleier. Heute verspüren wir Licht und Schatten, wir betrachten unsere Schattenseite, jetzt sind wir wieder bei Ängste und lernen wir, uns von Ängsten befreien.
Heute sollen wir beide Seiten die Münzen anschauen, ausgleichen, vergleichen, weil das wird uns auch gespiegelt. Im körperlichen Ebenen herrscht Etznab über unseren Zähne, Zunge und Finger. Als Krafttier haben wir Hai oder Schwertfisch. Und das war die heutige Botschaft aus dem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.